Ja, hallo, liebe Karnevalsfreundinnen, liebe Karnevalsfreunde. Ich begrüße euch zu einem neuen Beitrag in unserer diesjährigen Online-Session. Heute sind wir zu Gast im Haus des Grenzland-Karnevals und speziell da im Karnevalsarchiv und Dokumentationszentrum der Aachener Grenzlandkreise. Unser heutiger Ansprechpartner ist Ralf Barschen, der dieses Archiv betreut und die Archivalien entsprechend auch archiviert und letztendlich auch ablegt. Aber dazu vielleicht später. Hallo Ralf, schönen Dank, dass wir heute bei dir sein dürfen. Hallo Bernd, freue mich auch, euch hier und oder daran mitzuwirken an eurer Online-Karnevalssitzung. Ja, vielleicht zunächst zu dir einige Fragen oder ein paar Fragen. Du bist ja mit Sicherheit auch karnevalistisch tätig oder tätig gewesen. Wie lange warst du oder bist du bereits im Karneval aktiv? Also ich habe 1970 in Alsdorf in der KG Burgwache als Trommler angefangen in einem Fanfarenzug, war lange Jahre bis weit in den 90er Jahren Mitglied in dieser Gesellschaft, später auch im Ehrenrat dieser Gesellschaft, habe dann geheiratet, habe den Verein gewechselt, Stadtgarde Alsdorf, dort tätig, jahrelang als Geschäftsführer. Dann meinte ich, den Tanzsport mehr zu frönen, habe gewechselt zur Scharwache Alsdorf für 5 Jahre. Und dann kam noch eine Episode, was jeder Karnevalist mal will, in seiner Vita schreiben möchte, nicht gerade Prinz zu werden, aber einen eigenen Verein zu gründen. Das habe ich dann mitgemacht, 2010, die KG Rot-Weiße Funken in Alsdorf. Habe mich da aber nach 5 Jahren wieder zurückgezogen, war auch eigentlich so vorgesehen. Und bin seit 2010, Bernd, hier bei euch im Haus. Ja, als alter Karnevalist da, wo man hingehört, im Museum. Ich bin zwar noch nicht archiviert, aber ich kümmere mich um die Archivalien. Eine lange Laufbahn im Karneval, kann man nur so sagen. Ja, du sagtest schon, hier im Haus des Grenzlandkarnevals, also im Archiv des Verbandes der Karnevalsvereine Aachener Grenzlandkreise. Worin bestehen denn deine Aufgaben hier? Was machst du dann so? Also angefangen hat das, wie gesagt, 2010. Ich hatte vorher schon mit dir ja Kontakte und habe dann gesagt, ja, wenn ich mal Rentner bin, dann kannst du mich gerne nochmal ansprechen. Und das wurde ich dann schneller, als ich gedacht habe. Im Oktober 2010 bin ich dann zu dir gekommen und habe gesagt, ich würde gerne mitmachen. Angefangen habe ich mit Orden zu archivieren, zu sichten und dann auch in die dafür vorgesehene Archive zu bringen. Und das entwickelte sich immer weiter über Zeitungen, über andere Archivaliengruppen. Es wurde dann immer mehr und es wurde auch zeitlich immer aufwendiger. Angefangen habe ich einmal die Woche, wie jeder andere auch. Dann wurde es zweimal die Woche, dann wurde es dreimal die Woche und heute ist es fast täglich. Und ich kümmere mich um das Haus, also um das Archiv selber, um die Mitarbeiter, den versorge ich mit Arbeit und kontrolliere die Arbeit bin selber natürlich auch noch fleißig beim Archivieren dabei. Aber so Mitarbeiter dafür zu sorgen, dass sie immer Arbeit haben, das ist so mehr oder weniger mein Hauptaugenmerk und auch die Nachhaltigkeit zu prüfen, ob alles richtige Bahnen läuft. Okay, du sagtest eben schon, mit den Orden hast du angefangen, dann Zeitungsarchiv und so weiter. Was ist und so weiter? Welche Sachen sammelt denn der Verband der Karnevalsvereine alles oder dokumentiert er in seinem Haus? Ja, das ist natürlich ein weiteres Feld. Wir haben zum Beispiel als Plakatarchiv, wir haben die Orga, den Schriftverkehr unserer Mitgliedsvereine und die Vereine, die in irgendeiner Form etwas Karnevalistisches betreiben. Dann haben wir noch das Film- und Fotoarchiv haben wir. Wir haben ein riesengroßes Kostümarchiv, von der Menge der Kostüme her, von der Größe des Raumes natürlich sehr begrenzt. Des Weiteren haben wir
Musikalienarchiv, wo man Schallplatten, CDs, Musikkassetten archiviert. Wir haben auch immaterielle Datenbanken, wie zum Beispiel Ehrungen, Ämter, wie die Prinzenämter in den einzelnen Gesellschaften oder Komitees, die wir archivieren. Was habe ich denn jetzt noch vergessen, Bernd? Da bin ich Zeitungsarchiv. Ach so, das Sonderarchiv, wo wir Festschriften sammeln, ist auch sehr umfangreich. Literaturarchiv, das heißt, wir haben ein Bucharchiv, wo man die literarischen Ausarbeitungen, die so in unserer Gegend und darüber hinaus uns zur Verfügung gestellt worden sind. Ja, ich glaube, da habe ich jetzt fast alles. Das heißt ja im Prinzip, es wird also restlos alles gesammelt, was irgendwie, irgendwas, irgendwo mal im Karneval hergestellt oder gesagt oder gesprochen wurde oder auch geschrieben wurde. Genau, genau. Alles, was hergestellt, geschrieben, gesprochen, gesagt, gedruckt und in anderer Form, wobei wir noch nicht bei den sozialen Medien sind, das wäre zu umfangreich, wenn wir das auch noch archivieren würden. Wie viele Archivalien gibt es denn im Haus oder habt ihr schon zusammengetragen? Also im derzeitigen Stand haben wir 138.000 verschiedene Archivalien, wobei wir hier im Haus jede Archivalie zweimal sammeln und so rein überschlagsmäßig haben wir etwa 60% aller Archivalien auch zweimal, sodass man sagen kann 140.000 plus 80.000, dann heißt wir sind bei 220.000 Archivalien im Haus. Ich habe gehört, das Haus mit den entsprechenden Archivalien platzt aus allen Nähten, stimmt das? Also nicht nur aus allen Nähten, das Dach wird langsam abgehoben, die Fenster biegen sich nach außen und wir als Personen selber müssen auch darauf achten, dass wir unsere Abstände noch einhalten können, die Corona-Schutzverordnung eingibt, weil wir sind echt an der Grenze, was die Lagerfähigkeit der Archivalien, die Möglichkeiten, die wir danach haben, die sind sehr, sehr begrenzt. Heißt, ihr sucht nach neuen Räumen, nach neuen Möglichkeiten oder wie? Ja, das ist ein leidiges Thema. Das suchen wir schon seit 3, 4, 5 Jahren, weil dieses Gebäude ist auch nicht nur in der Größe momentan nicht mehr geeignet für unsere Archivaliensammlung hier im Haus, sondern auch von der Substanz und auch von den klimatischen Bedingungen. Das Haus hat einen feuchten Keller, der zieht sich hoch bis in den ersten Etage hinein. Das ist natürlich eine schlechte Grundlage, um etwas zu archivieren, um die Qualität zu halten. Das geht schon über 5 Jahre. Es sind 2 Gremien, das ist unser Förderverein und unser Verband, die daran arbeiten seit Jahren, aber wir sind da noch in keinster Weise einen Schritt angenähert, dass man sagen könnte, wir haben da etwas im Auge. Man ist stets bemüht, würde ich sagen. Okay, heißt, wenn jemand eine Räumlichkeit kennt, die groß genug ist, um dieses Archiv unterzubringen, sollte er sich gerne beim Verband der Karnevalsvereine melden und ihm das Haus vorstellen oder ihm die Möglichkeiten aufzeigen. Unbedingt. Also wir sprechen da auch von einer Räumlichkeit, die mindestens 800 Quadratmeter umfassen sollte und natürlich auch von der Bausubstanz so sein sollte, dass wir da unsere Archivalien auch sicher und artgerecht unterbringen können. Das wäre schon eine schöne Möglichkeit. Ja, ich denke mal, vielen Dank für den kurzen Einblick ins Karnevalsarchiv und Dokumentationszentrum des Verbandes der Karnevalsvereine Aachener Grenzlandkreise e.V. in Würseln in der Balbiner Straße 3, was natürlich gerne auch besucht werden kann. Es gibt also einiges zu sehen, einige nette Sachen, die man in der Ausstellung bewundern kann. Daher glaube ich, würden die Mitarbeiter sich auch freuen, wenn dann der ein oder andere Karnevalist
sich hier mal sehen lassen würde und das Haus besuchen würde. Nochmals vielen Dank, Ralf, für dein Mittun am heutigen Tag zu unserer Online-Session 2020-2021. Dazu wünsche ich euch viel Erfolg und kann euch nur gratulieren, dass ihr so versucht, das Brauchtum Karneval am Leben zu halten.